Herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung aus dem Bundestag. Aber der Bundestag tagt noch nicht. Am 26. Oktober ist die Sitzung, wo sich der Bundestag konstituiert, so heißt das. Da kommen die ganzen neu gewählten und die schon bestätigten Abgeordneten zusammen. Und dann geht's los. Das ist der offizielle Beginn des neuen Bundestages. Es ist, glaube ich, der 20. Bundestag, gezählt wird von seit 1949. Und gewählt wurde zum ersten Mal und ganz neu, aber nicht neu für Sie. Bei uns, wenn Sie TV Berlin gucken, denn Dr. Ottilie Klein ist heute mein Gast und war schon zweimal in der Sendung, in der Wahlsendung zuvor. Umso mehr herzlich willkommen. Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, heute wieder bei Ihnen zu Gast sein zu dürfen. Wie war das denn am 26. September, die Wahl? Mussten Sie lange zittern? Oh, aber hallo, also das war eine Nervenprobe. Also zunächst mal waren wir ja noch voll im Wahlkampf und das war noch ganz surreal, dann wirklich wählen zu gehen. Wir haben ja so lange Wahlkampf gemacht, jeden Tag auf der Straße Flyer verteilt, mit Bürgern gesprochen und so weiter. Es hat richtig Spaß gemacht auch. Und dann kam der Wahltag und darauf haben wir ja wirklich ganz lange hingearbeitet und zunächst mal war es ein ganz interessantes Gefühl, sich selber zu wählen. Also das ist ja auch für mich neu, dann ins Wahllokal zu gehen. Man im Wahlzettel, genau, da steht oben, ja. Dr. Ottilie Klein. Ja, ja, also wirklich, wirklich faszinierend. Ich habe dann auch direkt ein Foto gemacht und meinem Vater geschickt, ganz stolz. Und ja, und dann bin ich erstmal nach Hause gegangen. Am Abend war dann die Wahlparty bei uns, sowohl bei der CDU Berlin als auch bei der CDU Mitte. Und dann haben wir alle so ein bisschen gefeiert, dass wir auch den Wahlkampf jetzt gut abgeschlossen hatten. Und ich bin aber relativ früh dann auch nach Hause gegangen und auch relativ früh ins Bett, weil ich dann auch das Gefühl hatte, dass es nicht mehr wird mit der Wahl. Also ich habe mich tatsächlich dann schon damit abgefunden. Also mit der Direktwahl. Genau, die Ergebnisse kamen dann rein und das kann uns natürlich nicht zufriedenstellen. Wir haben zwar verloren, aber wir waren eigentlich auch überdurchschnittlich gut bei den Verlusten, muss man sagen. Wenn man das jetzt mal mit dem Bundestrend vergleicht. Das habe ich noch nie gehört. Wir waren relativ gut bei den Verlusten. Ja, doch, wirklich. Also im Bundestrend, da gab es ja wirklich fast bis zu 10 Prozentpunkte Verluste in der ganzen Bundesrepublik. Und wir waren mit 5,3 Prozentpunkten da überdurchschnittlich gut. Da waren Sie ein relativer Sieger. Ja, naja. Na ja, aber ich war mir eben nicht sicher, ob das noch klappt mit dem Listenplatz. Ja. Und habe mich dann schon damit abgefunden, dass das nicht klappen wird. Habe mich dann früh ins Bett gelegt und war dann wirklich ganz, ganz froh, als dann um 6 Uhr morgens Kai Wegner, unser Landesvorsitzender, mich anrief und mir die freudige Botschaft überbrachte, dass ich doch noch mit Listenplatz 3 reingekommen bin und freue mich immer noch. Ja, vor der Wahl sah es so aus, Listenplatz 3 ganz sicher. Ja, genau. Und dann hat sich einiges verändert. Sieht man mal, wie das ist, wie die Stimmung so kippt innerhalb von wenigen Tagen und Wochen. Sie ist ja gekippt in den letzten 4 Wochen vor der Wahl. Das ist richtig. Ich habe mich aber auch nie ausgeruht auf diesem Listenplatz. Also für mich war immer der Anspruch, dass wir für die CDU in Mitten ein sehr gutes Ergebnis reinholen. Ne? Dafür haben wir gekämpft, dafür haben wir uns eingesetzt bei mir im Wahlkampfteam. Und ich habe mich, wie gesagt, also für mich war das nie so, dass ich das für selbstverständlich erachtet habe, dass es schon was wird mit dem Listenplatz 3. In der Politik ist alles möglich, immer. Darauf muss man sich einstellen. Hat. Genau. Und ich denke, dass viele auch in der CDU überrascht waren von dem, ja, von dem Höhenflug der SPD, der dann ja noch kam. Ja. Und sicherlich auch von den Schwächen der CDU im Wahlkampf. Das muss man auch dazu sagen. Heute weiß man das ja. Heute hat man gewisse Analysen gemacht. Die wollen wir jetzt hier nicht aufstellen, wir wollen über Sie reden. Ja, nun waren Sie drin, wie ist denn das? Ja, werden Sie denn von der Verwaltung angerufen oder von wem und sagt, kommen Sie morgen Zimmer sowieso, dann stellen Sie sich in die Reihe an und holen Sie Ihren neuen Ausweis ab. Ja, also ich bekam dann relativ früh auch eine E-Mail mit, von der Fraktion war das, mit einer Einladung zur Fraktionssitzung und in dem Zusammenhang auch. Die war ja schon gleich am nächsten Tag. Genau, ne? Die war direkt am Dienstag und da durften wir dann auch zur Bundestagsverwaltung gehen und da unseren vorläufigen Bundestagsausweis abholen. Das war
war ein ganz tolles Gefühl. Auch und wieder Foto für Papa. Natürlich, wird alles fotografisch dokumentiert, ganz genau. Und das war aber dann wirklich ein ganz erhebender Moment, als ich dann in diesen Plenarsaal reingegangen bin. Man muss dazu sagen, dass die Fraktionssitzungen normalerweise nicht im Plenarsaal stattfinden. Das war eine Ausnahme aufgrund der Corona-Situation. Und dann kam ich da rein und wirklich mit dem Bundestagsadler vorne, das war ein ganz erhebender, besonderer Moment. Und da ist mir dann nochmal bewusst geworden, was das eigentlich bedeutet. Und das macht schon auch stolz. Das ist ja für Sie auch ein ganz besonderes, anderes Gefühl. Ihre Eltern sind Russlanddeutsche. Ja. Sie sind zwar in Deutschland schon geboren, aber Sie sind erst nach 1990 nach Deutschland gekommen. Also in die Bundesrepublik Deutschland gekommen. Also meine Eltern sind Anfang der 80er Jahre zuerst ja in die DDR und dann von dort nach Westdeutschland ausgereist. Aber aus der Sowjetunion. Aus der Sowjetunion. Das heißt, sie haben sehr hart kämpfen müssen auch, um in Freiheit zu leben. Und deswegen bedeutet mir das natürlich noch mal sehr viel mehr, jetzt auch gerade diesen Wahlkreis, den Wahlkreis, durch den ja einst die Mauer zog, im Bundestag vertreten zu dürfen. Das ist was, was mir sehr viel bedeutet. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Und haben Sie da einen festen Platz gehabt oder ging es Freiwahl? Wer zuerst kommt, der sitzt zuerst. Genau, das war tatsächlich so. Man konnte da sich den Platz frei aussuchen. Auch vorne, und, erste Reihe. Na, da habe ich mich jetzt nicht direkt, da habe ich mich jetzt nicht direkt hingesetzt. Aber ja, ich saß tatsächlich relativ weit vorne und auch relativ nah an der Bank mit den ganzen wichtigen Leuten in der Fraktion. Mhm. Das war aber einfach nur Zufall, weil ich früh da war und mir dann da was rausgesucht hatte. Kannten ohne, dass die Sie schon wusste. Oder müssen Sie sich bei jedem Einzelnen also vorstellen? Also wissen Sie was, das ist ein ganz interessanter Punkt. Die kannten mich tatsächlich, ganz viele. Ich stand dann da und da kamen viele auf mich zu und meinten so, ah, Frau Klein. Und ich dachte immer Sie so, Sie sind doch die Kickboxerin. Also genau, ich habe Sie bei Brinkmann gesehen. Nein. Ich wurde tatsächlich ganz oft namentlich angesprochen und ich war so perplex und habe mich gewundert, ganz überrascht, positiv überrascht, so, ah ja, kennen wir uns? Und dann meinten sie, naja, sie hängen ja hier überall auf den Plakaten, ne? Also natürlich, ja. Und also das war ganz, ganz lustig tatsächlich. Und dann haben Sie sich da in die vierte Reihe, fünfte Reihe gesetzt. Ja. Und dann kam der Fraktionschef und hat Sie begrüßt als neues Mitglied. Oder wurden Sie alle pauschal begrüßt? Wir wurden alle namentlich aufgerufen, die neuen Mitglieder in der Fraktion. Hier? Und genau, wir mussten einmal kurz aufstehen und sagen, dass man da ist. Und ja, und so hat sich die Fraktion konstituiert. Wir haben einen Fraktionsvorsitzenden gewählt, Ralf Brinkhaus, der alte neue Fraktionsvorsitzende. Und ja, am nächsten Tag ging es dann auch direkt weiter mit einer Einweisung in den Deutschen Bundestag. Da haben wir dann unseren Laptop bekommen, IT-Ausstattung, ein paar Informationen. Also den Sie heute mitgebracht haben, ist ein Bundestags-Laptop. Ja, genau, ich bin tatsächlich im Mobile Office, weil wir noch keine Räumlichkeiten haben. Deswegen bin ich immer unterwegs zwischen Home Office und dem Bundestag. Da setze ich mich in die Besprechungsräume, die jetzt angenehm leer sind und arbeite dann von dort aus. Das wird sich alles ändern am 26. Oktober, genau. Das ist nächste Woche. Ja. Aber der Computer, den Sie mitgebracht haben, dürfen Sie Ihren eigenen nicht mehr benutzen, weil da ist besondere Sicherheitssoftware drauf, nicht? Also ich darf den eigenen benutzen. Da ist auch besondere Sicherheitssoftware drauf, das ist richtig. Aber dieses E-Mail-Programm natürlich mit den Bundestags-E-Mails, die habe ich jetzt nicht auf meinem privaten Laptop. Also und den müssen Sie jetzt eigentlich immer benutzen, der von der Bundestagsverwaltung. Ja, genau. Also da gibt es natürlich spezielle Sicherheitsvorkehrungen, die wir da haben, Verschlüsselung und so weiter. Erklären Sie die doch mal. Ja, genau. Sagen Sie mal die Passwörter. Was dürfen Sie denn noch so alles als Bundestagsabgeordnete? Früher gab es Freifahrtscheine für die Bundesbahn. Ja, das gibt es jetzt auch. Also wir haben ein Ticket bekommen für die Deutsche Bahn. Das habe ich natürlich in Berlin-Mitte jetzt so noch nicht in Anspruch genommen. Ja. Und es gibt auch eine Fahrbereitschaft. Also, mit der Bahn können Sie in ganz Deutschland frei herumfahren. Ja, genau. Das ist insbesondere für die Kolleginnen und Kollegen ja wichtig, die ja immer anreisen müssen in den Sitzungswochen aus ihren Wahlkreisen. Da habe ich wirklich den komfortabelsten Wahlkreis BVG in dem Ticket Sinne. Reicht. Ne? Ja, genau. Dürfen Sie das auch kostenlos benutzen? Das ist nicht der Fall, meines Wissens. Also ich könnte die Fahrbereitschaft in Anspruch nehmen, das habe ich jetzt noch nicht getan. Mhm.
Das ist wie so ein Taxi, das man sich da rufen kann. Und gerade in den Sitzungswochen, wenn der Terminkalender ja sehr dicht ist, ja, ne, und man von einer Sitzung dann noch zu einem Termin fährt und so weiter, da ist das sicher relevant. Da rufen Sie an, Taxi, genau, und sagen, die Bundestagsabgeordnete Dr. Ottilie Klein möchte von A nach B fahren. Also ich habe es noch nicht ausprobiert, deswegen weiß ich nicht, wie das wirklich funktioniert. Ja. Aber ich gehe mal schwer davon aus, dass es so ähnlich ablaufen wird. Ja, was gibt es denn noch alles? Dürfen Sie auch bei der Lufthansa umsonst fliegen? Das weiß ich gar nicht. Also ich denke, es gibt sowas, so Dienstreisen. Ich habe jetzt auch schon diverse Anfragen bekommen. Muss ich alles noch in Erfahrung bringen. Das ist am Anfang, ist das noch alles ein bisschen unklar. Deswegen wollte ich Sie unbedingt jetzt mal am Anfang einladen, damit uns jemand mal erzählt, wie das so ist, wenn man so frisch gebacken ist. Ja. Da ist immer noch ein erhebendes Gefühl, selbst für mich als alten Hauding aus der Parlamentsberichterstattung. Wenn ich diesen riesen Adler sehe, das ist doch ein anderes Gefühl, nicht? Ja, dass einen das so Gebäude überkommt. Ja, natürlich. Das Gebäude, der Bundestagsadler, die Flaggen, das ist... Wir machen eine kurze Werbepause und dann reden wir weiter, wie dann die Arbeit anfängt. Kann man sich die Ausschüsse selber aussuchen? Wie kommt man da rein? Muss man eine Liste einreichen oder kriegt man eine Liste übergeben? Und das erzählen Sie uns heute. Und bei uns ist Dr. Ottilie Klein in ihrem Hobby, ich muss es immer wieder sagen, Kickboxerin, weil ich immer wieder auf ihre Nase gucke und mich wundere, dass die so... Ob die sich verändert. Ne? Ja, machen Sie das immer noch? Auch? Ja. Gibt es im Bundestag vielleicht einen Sportraum, wo man das üben kann? Ich könnte das mal gründen, so eine Kampfsportgruppe. Ja, Kickboxen. Und dann sagen Sie mir alles unter Parlamentariern. Genau, wir machen uns fit. Genau, und wenn wir keine Einigung in den Ausschüssen haben, kommt mal mit in den Raum, dann machen wir ein Duell. Da wird Sparring gemacht. Ja. Also wir reden gleich über die ernsthafte Arbeit. Und über das Hobby haben wir jetzt auch schon genug geredet von Dr. Ottilie Klein. Sie ist neue Bundestagsabgeordnete der CDU für Berlin-Mitte. Den Wahlkreis hat sie nicht gewonnen. Den hat Annika Klose geholt. Nee, Hanna Steinmüller. Hanna Steinmüller von den Grünen. Ja. Sorry. Ja, und drei Frauen hatten dort kandidiert gegeneinander. Man kann immer sagen, immerhin eine Frau hat gewonnen. Ganz genau. Das stimmt und bleibt auch so. Bis gleich. Bis nach der Werbepause. Zurück in unsere Sendung aus dem Bundestag. Der Bundestag konstituiert sich erst am 26. das ist nächste Woche, aber dennoch wollte ich heute mal wissen, und deswegen habe ich eingeladen Dr. Ottilie Klein von einer frisch gewählten Bundestagsabgeordneten, die immer nur draußen stand, geguckt hat, was drin ist und jetzt drinnen sitzt und sich zuschauen lässt von denen, die draußen sind, wie das nur abläuft. Und wir haben darüber gesprochen, wie man Ausweis kriegt, wer angerufen hat. Jetzt geht es an die richtige Arbeit, ein Bundestags. Dienstlaptop haben Sie schon, aber Sie wissen schon oder wissen es noch nicht, das ist meine Frage, in welchem Ausschuss Sie denn landen werden. Dürfen Sie sich das selber aussuchen? Ja und nein. Also Sie sprechen da auch was ganz Interessantes an, weil ich bin da ganz ungeduldig. Ich warte jetzt, ja, wir haben so viel Wahlkampf gemacht und ich möchte eigentlich sofort loslegen mit der fachlichen Arbeit auch. Es dauert aber tatsächlich alles noch, genau, man muss sich gedulden. Also es ist so, dass ja die Ausschüsse gespiegelt werden anhand der Ministerien. Das heißt, wir müssen erstmal die Koalitionsverhandlungen jetzt abwarten und schauen, welche Ministerien wird es überhaupt geben. Und danach entscheiden sich dann die Ausschüsse. Dennoch, wir als neue Abgeordnete dürfen natürlich unsere Wünsche einreichen. Ah, ist wie Weihnachten, und, ne? Ja, genau. Wobei, wir wurden auch schon so ein bisschen auch da um Geduld gebeten und auch ein Stück weit um Nachsicht, weil man steckt da nicht so drin. Also da werden verschiedenste Proporze berücksichtigt und so weiter und so fort. Man schaut natürlich, die erfahrenen Abgeordneten sollen natürlich auch in ihren Ausschüssen bleiben. Das ist ja ganz klar. Wir wollen ja auch auf den Erfahrungsschatz zurückgreifen. Und insofern kann es schon sein, dass man als neuer Abgeordneter nicht seinen Wunschausschuss bekommt. Wohin möchten Sie denn gerne? In welchen Ausschuss? Ich würde, zunächst einmal muss man sagen, dass man für Mitte ja wirklich in jedem Ausschuss was Gutes tun kann. Das ist für mich was ganz Komfortables, also ganz schlecht kann es gar nicht kommen. Im Gegenteil, und ich bin ja auch vielseitig interessiert, insofern mache ich mir da eigentlich wenig Gedanken. Ich würde ganz gerne aber in den Finanzausschuss, weil ich ja aus der Finanzbranche komme. Oh, da wollen viele rein. Das ist der Punkt. Das ganz ist genau schwierig. Diese Reaktion da habe kommt ich auch schon. Kommt erstmal Lisa Paus von den Grünen. Ja, das stimmt. Sie dürfte da. Dann kommen die FDP-Leute, weil der Finanzminister
von der FDP wahrscheinlich gestellt wird. Ja, müssen wir mal abwarten. Also so, ich denke, für die CDU, alle, dann heben Sie Ihr Händchen und sagen, aber ich hätte gerne auch einen Platz. Also ganz so schüchtern werde ich es nicht machen, aber ich habe auf jeden Fall schon meine Wünsche artikuliert. Ja. Und ich bin aber auch nicht jetzt dann ganz unzufrieden, wenn es was anderes werden sollte. Man kann wirklich in Mitte ja in verschiedensten Ausschüssen was Gutes tun. Aber kann man nicht einen Ausschuss sich aussuchen, den man denn auch wirklich kriegt? Und den, bei den diese anderen Sicherheit wird man zugeteilt? Gibt es, glaube ich, nicht tatsächlich, insbesondere bei den neuen Abgeordneten. Also nicht. Sie können also wünschen, was Sie wollen. Herr Brinkhaus sagt, kommen Sie mal rein, machen Sie die Tür zu. Oder wie läuft sowas? Also man muss natürlich sehen, sind beispielsweise bei uns in der Landesgruppe, wir sind ja 5 Berliner in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und da können wir ja nicht alle 5 den gleichen Ausschuss haben. Ja, beispielsweise. Das ist Thomas Heilmann. Also Thomas Heilmann, Jan-Marco Lutschak, Monika Grütters, Mario Chaya und ich. Ja. So, und da müssen wir natürlich gucken, dass wir uns da breit aufstellen. Und natürlich auch innerhalb der Fraktion. Ne? Müssen wir schauen, Kutters dass macht wir Kultur, die furcht ihn bei Finanzen nicht rein. Da müssen wir mal sehen. Aber Heilmann könnte ich mir vorstellen. Ja, also jeder hat so seine Wünsche. Ich kenne die im Einzelnen der Kollegen gar nicht so genau, um offen zu sein. Ich habe jetzt erstmal meine Wünsche angegeben und dann gucken wir mal. Aber ich habe jetzt auch noch kein negatives Feedback gehört. So, Jan-Marco Lutschak ist der Wohnungs- und Mietexperte. Der rechtspolitische Sprecher der Bundestagsfraktion gewesen also in der letzten kann Legislatur. Justizausschuss, kann Wohnungsbauausschuss. Also da ist Finanzen vielleicht, Finanzen spielt in alle Bereiche rein. Also ich denke, im Finanzen. Also wenn Sie das nicht kriegen, was hätten Sie denn als Zweites? Gerne Wirtschaft. Das habe ich auch angegeben als Zweitwunsch. Ja, das könnte klappen. Da müssen wir mal sehen. Das ist auch ein sehr beliebter Ausschuss. Und ansonsten, Kultur fände ich auch interessant. Das wird ja mit Thema Frau Grütters wohl besetzt bleiben. Ja, wahrscheinlich. Also, die wird ja nicht abwandern in Wohnungsbau oder sowas. Ach, wer weiß. Also ich habe mit ihr noch nicht darüber gesprochen, aber grundsätzlich ist da ja auch für ganz Berlin das heißt, Sie, was Interessantes dabei. Können Sie das untereinander auch auskungeln? Das eher nicht. Also dass wir jetzt untereinander sagen, wir haben uns wer geeinigt. Was bekommt, das macht tatsächlich die Fraktionsführung. Ja. Da müssen ja auch alle möglichen Landesgruppen und so weiter berücksichtigt werden. Und da müssen alle möglichst zufriedengestellt werden. Das ist eine große Teppichhändlerrunde, sagt man immer dazu. Also das wird erst richtig gemacht werden, wenn die Ministerien stimmen. Genau. Die werden ja jetzt erstmal auseinandergepflückt, weil die FDP hätte gerne und die Grünen hätten gerne Wohnen bauen aus dem Innenministerium raus, eigenes Ministerium. Naja gut, das lesen wir ja alles dieser Tage. Und bis Weihnachten soll das stehen, dann muss Frau Merkel nicht die Weihnachtsrede halten, das kann dann der neue Kanzler machen. Ja, und was machen Sie denn bis dahin? Sie haben auch Opposition. Aber ich meine, wann kriegen Sie denn Ihr Büro? Und wie groß ist so ein Büro als Bundestagsabgeordnete? Das ist die große Frage. Ich freue mich sehr auf dieses Büro, insbesondere ja auch nicht nur für mich, sondern auch für das Team. Wir sind jetzt gerade dabei, unser Team aufzustellen. Also ich habe jetzt schon 2 Leute bei mir aus dem Wahlkampfteam, die ich einstellen konnte. Ich bin ja erst übrigens seit 15. Oktober amtlich bestätigt mit der Wahl als Bundestagsabgeordnete. Genau. Und so verhält es sich auch mit den Mitarbeitern. Also seit dem 15. Oktober kann ich überhaupt erst Mitarbeiter einstellen. Und das ist jetzt ein Prozess, der auch noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen wird. Ich habe, ich weiß nicht, fast 50 Bewerbungen bekommen. Die schaue ich mir jetzt alle durch und werde Vorstellungsgespräche führen und so weiter. Das ist natürlich schwierig. Suchen wenn man Sie noch nicht jemanden? Wir können ja ein bisschen Werbung machen. Sagen Sie mal, was jemand mitbringen muss. Sprechen Sie mal in die Kamera. Ja. Was muss denn der sein? Muss der ausgebildet sein als Jurist, als Volkswirt, als Kulturwissenschaftler oder als Finanzökonom? Genau, das ist ja die große Frage, welcher Ausschuss wird es und entsprechend dann die fachliche Qualifikation. Ja. Also sind Sie quasi bis Ende des Jahres gar nicht in der Lage, richtig zu besetzen, weil Sie nicht wissen, in welchem Ausschuss Sie tätig sein werden. In gewisser Weise, ja. Und wenn Sie jetzt einen Volkswirt holen und Sie kommen im Finanzausschuss, dann nützt er Ihnen wahrscheinlich nichts oder die.
Also ich denke, eine Fähigkeit, die man auf jeden Fall mitbringen muss in so einem Bundestagsbüro, ich habe ja auch mal in der Politik gearbeitet, ist, dass man in der Lage ist, sich in verschiedenste Themen einzuarbeiten. Ja, aber irgendwo sollte man schon genau Bescheid wissen. Das auch. Also egal, welcher Ausschuss es wird, da muss sich jeder nochmal einarbeiten, auch bei bekannten Themen. Es wird alles neu sein, aber ich finde es auch ganz aufregend und interessant. Also kann sich jeder bewerben, der Spaß hätte, mit Ihnen zu arbeiten? Selbstverständlich. Ja? Also und der Mitte liebt. Ganz wichtig. An otilio.klein@bundestag.de. Ja. Die E-Mail-Anschrift ganz aller genau. Bundestags. Sie kennen die schon auswendig. Das finde ich sehr vorbildlich, Herr Brinkmann. Ja, ich wollte sagen, warum das einfach ist. Weil das System im Bundestag ist einfach. Vorname, Punkt, Nachname, @bundestag.de. Ist bei allen gleich. Ja, nur aber Doppelname ist schwierig. Ich weiß nicht, ob eine Abkürzung nicht oder so. Ja, ist egal. Mal sehen, ja. Also Otilio.klein, wenn Sie mit ihr arbeiten wollen. Mhm. 4 Jahre. Ja, und gibt gut bezahlt, nicht? Bei guter Arbeit, gute Bezahlung, natürlich. Ah, sehr gut. Was macht man denn sonst noch, wenn Sie nun Ihr Büro kriegen? Darauf haben Sie auch keinen Einfluss, nicht? Das kriegen Sie zugewiesen. Das bekomme ich zugewiesen, genau. Wie und viele wir Zimmer? Sind jetzt ja. 10 Quadratmeter, uns, 15 oder ich meine, 75? Ich meine, 18 Quadratmeter ist 18? Die Zimmergröße, ja. Und es gilt das Drei-Raum-Prinzip. Also für jeden Bundestagsabgeordneten müssen 3 Räume zur Verfügung gestellt werden. Und wir also haben jetzt 18 ist nur ein Raum. Ja, genau. Und davon mal 3. Mindestens, glaube ich, 18. Ja. Aber die sind in aller Regel sind die 18 Quadratmeter groß. Und wir haben jetzt ja die große Herausforderung im Bundestag, dass wir noch größer geworden sind. Ja, 30 und als Abgeordnete Fraktion, mehr, nicht? Ja, genau. 738, glaube ich, jetzt, nicht? Oder? Ja, da gab es ja noch mal jetzt zuletzt noch ein paar Korrekturen. Aber sehr viel mehr und sehr viel weniger ist es nicht, das stimmt schon. Und und wir als Fraktion haben natürlich auch ein paar Sitze verloren, leider. Und deswegen müssen wir uns verkleinern. Ja, und das heißt, alles muss raus aus den alten Büros. Ja. Und alle, auch die, die schon vorher sicher waren. Ach, das weiß ich gar nicht, wie das mit den etablierten Abgeordneten ist. Ob sie bei Wiederwahl dann auch aus ihren Büros raus müssen? Ich glaube nicht. Also das wäre auch, glaube ich, ein bisschen viel verlangt. Also ich glaube, es wird einfach ein großes Stühlerücken geben. Ja, gut. Hm. Aber wo würden Sie denn gerne sitzen? Ich kenne ein wunderbares Büro. Nah an der Macht. Die ist überall. Wenn Sie durch die Bundesräume gehen, ist überall. Das ist dieses gewisse Fluidum. Ach, das ist dieses... Ach, ich bin da ganz flexibel. Also ich freue mich über alles, was kommt. Und wir machen es uns als Team überall hübsch. Da bin ich mir sehr sicher. Und das wird ein gutes Arbeiten. Wie ist denn das mit Ihrer ersten Rede? Können Sie die einfach so halten, gehen vorne zu Herrn Brinkhaus und sagen so, ich möchte nächste Woche mal halten, schreiben Sie mich mal schon auf die Liste der ersten Sitzung. Oder wie geht sowas? Und müssen Sie da schön diszipliniert warten, bis Herr Brinkhaus Sie bittet, eine Rede zu halten? Also ich glaube, ganz so frei sind wir da nicht, dass wir jetzt jeder unsere Wünsche da anmelden. Ja. Sicherlich ist das auch thematisch ja begrenzt, also dass man eben zu seinem Thema also einfach Thema so ans Rednerpult stürmen ist nicht. Ja, nee, das ist ja alles geregelt und auch aus gutem Grund geregelt. Ja. Und wir müssen ja auch erstmal sehen, wer wird Bundestagspräsident und so weiter. Es sind ja auch da, gibt es jetzt viele Veränderungen und es ist auf jeden Fall eine interessante Zeit, die wir jetzt vor uns haben. Ja, Bundestagspräsident, bisher gestellt von der CDU, fällt auch weg. Ja. Ja? Wer wird das? Wir werden sehen. Also ich kann es nicht absehen. Ja. Also, meine Damen und Herren, die Sie zuschauen, ich weiß das natürlich, weil ich lange genug in dem Geschäft auch bin, aber Sie wissen das wahrscheinlich noch nicht und deswegen frage ich so dezidiert nach bei einer neuen Abgeordneten, für die das auch alles neu ist. Absolut. Ja? Und was gibt es denn außerdem noch? Bahnfahrten sind frei, Laptop gibt es. Ja, ganz wichtig ist ja übrigens das Wahlkreisbüro. Das kommt jetzt auch als nächstes, ne? Dass wir uns nochmal auch eine Gewerbefläche suchen in Mitte, wo dann auch die Bürgerinnen und Bürger Ansprechpartner haben vor Ort. Das ist ganz wichtig. Da freue ich mich schon sehr drauf, da ich ein bisschen auch auf die Suche zu gehen. Ja. Und einen guten Tipp. Vergessen Sie die Kaffeemaschine nicht. Auf keinen Fall, das muss sein, ja. Machen Sie einmal im Monat, backen Sie selbst einen Kuchen. Ich bin keine gute Bäckerin, muss ich dazu sagen. Also ich bin da nicht, da ist mein Mann wesentlich besser. Gut, belegte Brötchen.
Irgend sowas. Ja, aber ich, genau, es gibt ja tolle Bäcker in, ja, in Mitte und da kann man sich auch Kuchen besorgen. Wunderbar, ja. Ich sehe schon, die Begeisterung ist da, gewählt sind sie. Wir haben alles jetzt besprochen, was alles so auf eine junge Abgeordnete zukommt, weil ich nicht nur auf eine junge, auf jemand, der das neu ist. Ja, wenn wir hier in 12 Jahren sitzen, wenn wir das dritte Mal gewählt sind. Ja, das wäre natürlich großartig. Ich bedanke mich, dass Sie heute da waren. Und jetzt heißt es nur, voll an die Arbeit. Genau. Und wenn Sie, sobald Sie diesen Sportverein Kickboxen im Bundestag gegründet haben, ja, dann stellen wir den hier vor. Dann kommen wir hier zu Gast gemeinsam. Ja, und dann machen wir hier eine Sparringsrunde. Heißt das so? Ja, Sparring, genau. Ja, ist gut. Also versprochen ist versprochen. Ich bedanke mich für heute. Viel Spaß. Danke Nächste Ihnen. Woche geht's los. 26. Oktober. Seit 15. Oktober sind Sie offiziell bestätigt. Das ist bei allen so. Und Ausweis haben Sie auch. Und dann mal ran an die Arbeit. Muss sich nur noch der Bundestag konstituieren jetzt, dann nächste Woche und dann geht's los. Ja, ist ja da. Dann machen Sie Butter bei den Fische. Machen wir. So, vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Wir sehen uns wieder nächste Woche Montag, wie immer, aus dem Bundestag. Ja, 20.15 Uhr. Bis dahin, danke und tschüss.